Wrestling-Legende Terry Funk ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigte Mitte August sowohl die WWE via X als auch Wrestler Mick Foley. Terry Funk ist gestorben. Ich habe gerade mit Terrys Tochter Brandy gesprochen, die mir die schreckliche Nachricht überbracht hat. Er war mein Mentor, mein Idol, einer meiner engsten Freunde. Er war der größte Wrestler, den ich je gesehen habe, hieß es in Foleys Statement. Terry Funk stand zuletzt 2017 im Ring und war auch als Schauspieler neben Patrick Swayze im Film Roadhouse zu sehen.